Hallo liebe Werner-Fans, willkommen zu einer weiteren Folge der blau-gelben Friedhofstour. Wir biegen in die Zielgerade ein. Wir befinden uns hier am Wiener Zentralfriedhof in der Gruppe 40, dem sogenannten Ehrenhain. Hier befinden sich ehrenhalber gewidmete Gräber. Und ich stehe hier beim Grab von Karl Decker. Karl Decker war ein sehr bekannter Spieler und auch Trainer der Wiener, auch ehemaliger österreichischer Teamchef, war dreimal Meister mit der Wiener, zweimal Torschützenkönig, deutscher Pokalsieger, sogenannter Jammerpokal, hat damals 1943 im Finale auch ein Tor geschossen, aus einem Elfmeter das 1:1, war auch, wie gesagt, österreichischer Torschützenkönig zweimal und ist, wenn man die Wiener Spiele betrachtet, überhaupt der beste Torschütze. Er hat 242 Spiele für die Wiener bestritten und 252 Tore erzielt, also mehr Tore erzielt, als er Spiele bestritten hat. Er war ein sehr guter Stürmer, war technisch sehr beschlagen, hat gut Volley schießen können, war gut auch im taktischen Spiel, was Wege betroffen hat, vom Laufen her, vom Passspiel her. Und war eigentlich, wie gesagt, sehr erfolgreich. Ist 1937 von der Mannschaft sogenannte Weiße Elf zu Wiener gekommen und ist von niemand geringerem als dem Fritz Gschweidl, ehemaliger Wunderteamspieler und dann eben Wiener Trainer, zu Wiener geholt worden. Und so hat sich das so abgespielt: Karl Decker, damals noch Schüler bzw. Lehrling, Werkzeugmacherlehre, spielt bei der Weißen Elf und eines Tages kommen beim Spiel der Fritz Gschweidl und der damalige Clubsekretär tot vorbei. Decker hat von dem natürlich noch nichts gewusst, hat sich gewundert, dass da zwei Herren da sind im feinen Anzug, die da zuschauen kommen. Und in der Pause vom Spiel haben sie ihn dann angesprochen, sie haben ihn schon eine längere Zeit beobachtet und wollen ihn zur Wiener holen. Er hat sich natürlich sehr gefreut darüber, dass es niemand geringer als der Fritz Gschweidl ihn für die Mannschaft haben wollte und ist dann zum ersten Training auf die Hohe Warte gefahren. Hat sich irrsinnig gefreut, unter anderem auch deshalb, er war vorher versucht, bei Rapid unterzukommen. Ist dort aber nur auf der Bank gesessen, ist kein einziges Mal eingesetzt worden, hat sich natürlich entsprechend gekränkt und war sehr glücklich, dass er von der Wiener aktiv geholt worden ist auf die Hohe Warte. Gschweidl und Tod haben sich dann auch sehr dafür eingesetzt, dass seine Zeiten in den Karo-Werken, wo er seine Lehre gemacht hat, dass das vereinbar gewesen ist mit den Trainingszeiten und hat dann eben, wie gesagt, 1938 seine Karriere starten können, war sehr erfolgreich. War auch sehr erfolgreich in der Nationalmannschaft, sowohl als Spieler, nachher dann natürlich auch als Trainer und gehört wirklich zu den blau-gelben Urgesteinen, die wir haben. Hat eben, wie gesagt, hier in der Gruppe 40 ein ehrenhalber gewidmetes Grab und es ist in Döbling auch der sogenannte Deckerweg nach ihm benannt.